So, moin und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Jum, letztes Mal haben wir die Buhu-Galaxie abgeschlossen. Wir haben die beiden Sterne geholt, die letzten beiden, und haben den ersten Stern des Schlingelsand-Galaxie geholt. Aber bevor wir jetzt nochmal wieder zurück in die Wüste, werden wir erstmal den Kometen machen in der vierten Bowser-Level. Und ja, mal gucken, was uns da erwartet. Ich habe das Gefühl, dass es Zeit ist. Und ich hoffe, dass ich ihn recht habe. Denn, mal gucken. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, Beeilung, die Schwerkraft dreht durch. Ja, tatsächlich Zeit. Oh Gott, warum Zeit? Ihr seht übrigens auch, dass wir sehr viele Leben haben. Das lag zum einen daran, dass wir in dem Buu-Level, wo mir das mit dem Sumpf das war, dass wir jedes Mal die 3 Leben da wieder geholt hatten. Aber gut. So, 30 fucking Sekunden. Wir müssen uns echt... Oh Gott, das war schlau. Wir müssen uns echt beeilen. Das schaffen wir aber. Ich bin mir sehr guter Dinge... Also ich mache natürlich so eine Kacke hier. Ein sehr guter Ding, dass wir es schaffen. Lass mich in Ruhe, Kamek. So. Ja, ist egal. Treffer ist halt so. Ist halt so. Weiter, 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 weiter. Egal. Alles wurscht hier. Kometenmünze haben wir schon. Ich habe gesagt, gib mir nicht auf den Sack, Kamek. Danke. Und deswegen... Scheiße. Denke ich mal, dass wir es schaffen werden. Können wir bitte da hoch? Danke. Dankeschön. Ja, was zur Hölle war das denn jetzt? Okay, wir haben es verkackt. Top, weil ich Idiot war, die Steuerung verkackt habe. Ich bin ein Horst. So, nochmal. Diesmal ein bisschen besser, bitte. So, weiter, 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 weiter. So. Besserer Start als gerade eben auf jeden Fall. Gesagt, geh mir... Jetzt habe ich nicht getroffen. Scheiße. Oh, nein. Nein, 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 nein. Aufpassen. Jetzt sind nicht irgendwelche unnötigen Kram. Wow. Und irgendwelche unnötigen Kram machen, ja? So, weiter, 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 weiter. Gott. Diesmal haben wir uns hier nicht treffen lassen. Das ist gut. Und die haben wir auch bekommen. Oh, Mario, nicht dein Ernst jetzt da. Ja, top. Wir haben mich treffen lassen wieder. Okay, kurz warten. Hopp. So, ich weiß, dass wir weniger Leben haben als gerade eben. Das ist jetzt aber egal. Okay, weiter, 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 weiter. Kurz mal die Zeit einsammeln hier oben. Sicherheitshalber mitnehmen. Jetzt kommt der Wasserabschnitt. Oh, wie nah war das denn jetzt gerade? Oh Gott, wie nah war das denn gerade? Habt ihr es gesehen, ey? Ja, jetzt habe ich mich hitten lassen. Ist halt so, ist halt so, ist halt so. Komm. Scheiß drauf. Die Zeit habe ich jetzt nicht, um jetzt mir darüber Gedanken zu machen, mich jetzt nicht hitten zu lassen. So, weiter. Okay, 23 Sekunden haben wir noch. 33. Ja, hallo Wurm. Ich laufe unter dir durch einfach. Ah, shit, ich habe die Zeit da oben liegen lassen. Na, egal. Egal, 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 egal. Das wird mich jetzt hoffentlich nicht an den Sieg jetzt hier hindern. So, weiter. Okay, okay. Okay, okay. Okay, uah. Hoppala, hoppala. Und hopp. Oi. Andere Richtung, zurück. Diese Richtung hier. Oh Gott, war das knapp, ey. Okay, hopp und wieder hoppala. So. Ich höre ihn ja schon, er ist hier vorne, ja. Zack, und wir haben ihn. Sehr gut. Ich sag ja, es klappt. Wenn man es drauf hat, wenn man die Steuerung drauf hat, ist es nicht das Problem, würde ich sagen. Haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Übrigens, ne, dieser Part, wenn er online ist, ist es der Dienstag. Und ab heute habe ich Urlaub. So nebenbei bemerkt. Das heißt, ich werde jetzt nur die beiden Parts heute aufnehmen am Sonntag. Und den Rest werde ich auf Dienstag machen, wenn ich wieder zurück bin. Weil ich das einfach nicht schaffe. So. Meine Zeitbedenken sind im Moment sehr krass. Im Moment habe ich sehr, sehr... Na, ich sag mir, so wenig Zeit ist es nicht. Das ist nicht das Problem. Im Moment bin ich ein bisschen sehr krass faul. Und das merkt man mir auch, glaube ich, im Moment an. Im Moment kommt kein Mario Kart. Das ist auch so eine Sache. Das, daran sollte man es merken. Die spektakuläre Schlingelsand-Safari. Aber ich denke mal, nächstes Wochenende, also diesen Sonntag, wird ein Mario Kart-Part mal wieder kommen. Ich hoffe es, dass ich dran denke. Ich hoffe, dass ich es nicht wieder vergesse und auch... Schreibt mir mal in die Kommentare, dass ich dran denken soll. Wenn ich das nicht mache, dann bin ich wieder ein Trottel. Ein paar Dinge habe ich schon zu erzählen und die werde ich nicht in diesem Part erwähnen. Ja. So. Oh Gott, was habe ich... Ich sterbe jetzt. Oh Gott, war das knapp, ey. So, hoppala. Ah. Okay. Ist hier was drin gewesen? Münzen waren doch da drin, ne? Nee, wir sind sogar richtig hier.
Ja, ich habe gerade, glaube ich, Glück irgendwie gehabt, dass er mich... Ja, das war irgendwie ziemlich merkwürdig gerade. Okay. WTF? Okay, ich bin irritiert. Wir müssen, glaube ich, auf die gelbe Röhre da, ne? Okay, wir müssen auch rumdrehen. An die Wand kommen wir nicht so ran, okay. Nein, jetzt bin ich da wieder... Oh, jetzt bin ich wieder in die Röhre gelaufen. Oh, nö. Dann warten wir einmal komplett ab und drehen einmal ganz mit rum. Anders geht's jetzt ja gerade nicht. So, eins, zwei und abwärts. So. So, jetzt müsste es richtig sein. Okay. Was haben wir gemacht? Was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe keinen Plan. Kommen wir da noch weiter? Warte mal ganz kurz. Ja, bevor ich jetzt hier weiterlaufe, will ich kurz mal schauen einmal. Aber hier ist anscheinend echt nichts. Mal Knochen dran, wie geht's? Es ist ein bisschen auseinandergefallen, wie du siehst. So, wir sind schon da. So, what the hell, ey? Gefahr, nicht runterfallen. Was ist das? What the fuck ist das denn jetzt hier? Okay. Okay, ich bin irritiert. Ich habe keinen Plan. Okay. Ich sehe gerade hier, wenn das Ding da reindüst, dass denn das Ding auch weg ist. Das heißt, wir müssen immer rüber... Wow. Rüberlaufen und hoffen, dass das Ding uns nicht erwischt. Na, tschüss Münze, ne? Wir sehen uns. So, wieder rüber da. Aber ich sehe gerade, dass der Kamek die auch kaputt macht. Da geh mal weg hier. Arschloch. Er schießt genau durch die Mitte durch. Was ein Piss, ey. Ja, Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, ich treffe ihn nicht. Oh Gott. Fuck, 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 fuck. Nicht sterben. Oh mein Gott, ey. Oh Gott, das Ding wird schneller. What? Ey, das Ding war ein bisschen schneller, oder? Täuscht das oder? Ne, es täuscht doch nicht, oder? Okay, es täuscht nicht, es ist schneller geworden. Okay, in der Mitte stehen bleiben einmal. Und dann gleich nach ganz links einmal rennen. Dass das jetzt gerade weg ist, müssen wir jetzt rauf. Genau wie jetzt hier das gleiche Spiel wieder. So. Die ganzen Sternteile mitnehmen. Bisschen aufpassen. Oh, Kugel wie die Hai. Yo. Okay. Kommt er wieder? Ja, kommt wieder. What the fuck? Er kommt wieder. Ich hab keinen Bock mehr zu warten. Ich will jetzt den Stern holen. So. What the fuck? Was war das? Alter, WTF. Junge, was für eine Galaxie, ey. Alter. Aber wir haben es geschafft. War bei uns wieder cool. Wir haben wieder geskillt. Party hat's drauf. Wir haben 81 Sterne. Läuft. Gut. Fehlt so noch 39. Dann haben wir die Zahl sogar komplett. Also den normalen Durchlauf natürlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne brauchen wir, um das Spiel normal durchzuspielen. Wir haben bestimmt schon längst genug dafür. Kann ich mir gut vorstellen. So. Luma. Da bist du jetzt als erstes dran. Als nächstes dran. Und danach kommt dann die Eiskaltgalaxie mit den Aliens, die ich schon angekündigt hatte. Oh, ein Kominuma ist an Bord. Sollte besser finden, bevor er anfängt zu quengeln. Ja, okay, werde ich machen. Lalalala, hey du, da komm, lass auf Stadt, heile mich! Ja, aber ich hab voll Hunger auf Stadt, heile mich, also wundere ich mich! Juhu, dann friss sie doch, du Arsch! Friss sie! Junge, wie fett der wird, ey. Meine Gott, meine Fresse, ey. Du verfressenes Stück Scheiße. Oh, nein, ich muss Feuer vom Ball. Verdammt! Oh, hat ein bisschen übersteuert. Entschuldigung. Ein bisschen übersteuert. Okay, neue Galaxie. Was ist das? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Das ist auf jeden Fall eine neue Galaxie. Okay, was ist das? Das ist die Sturzfluggalaxie. Hört sich schon so scheiße an. Lass das nicht das sein, was ich denke. Bitte, nein. Lass das nicht das sein, was ich denke. Ich dachte, man trifft das Ding nur einmal. Nein. Oh, nein. Und oh, da habe ich letztes Mal schon so gekotzt. Oh, wie ekelhaft. Oh, das ist genau das gleiche wie beim ersten Mal. Ich muss doch bestimmt die Tore wieder öffnen, damit ich die Münze bekomme am Ende.
Oh, please! Ja, tatsächlich. Oh Gott, ey. Dieser Tuko-Gleiter hier, kann ich leiden. Also darfst du an seine Krallen hängen. Möchtest du mit Tuko? Ja, muss ich doch, ey. Wenn du durch die großen Sternkrallen dann schickst, gewinnst du. Dann einfach. Okay. Steuerung ist genauso kacke wie beim anderen Mal. Ja, ich freue mich jetzt schon. Obwohl das geht aber, weil ich glaube, ich habe letztes Mal einfach nur was falsch gedacht. Ja. Oder man verkackt das in der ersten Wand schon direkt. Läuft, Paddy. Läuft. Oh, man. Ich weiß eigentlich nicht, ob wir die Ballons einsammeln müssen. Das ist halt die Frage. Letztes Mal müssen wir Tore einsammeln. Und ich darf mich jetzt auch nicht von dem Ding, von meinem Zeiger irritieren lassen. Das Wichtige ist, dass ich die Fernbedienung drehe. Hoch, 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 runter, 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 runter. Ah! Okay, wieder hoch. Okay. Okay, jetzt habe ich es verkackt anscheinend. Ich weiß nicht, ob das mit den Ballons irgendwas zu tun hat. Ich kann auch nicht mehr höher fliegen. Also, okay. WTF. Wow, da habe ich mir einmal gerade eben ein bisschen die Steuerung verkackt. Ich werde es anders probieren. Ich werde jetzt die Fernbedienung ganz hoch nehmen, Mama. Und scheiß auf Sensorleiste. Ich brauche es jetzt gerade eh nicht. Oh Gott. Okay. Wir haben es verkackt, Emma. Das war auch ein bisschen kacke, muss ich zugeben. Das muss ich zugeben. Das ist ein bisschen schwul zu steuern, so am Tisch. Wenn man jetzt nur im Prinzip. Okay, haben wir. Ja, top. Ich habe übelst Probleme mit der Steuerung. Das ist unnormal krass. Alter, habe ich krasses Probleme mit der Steuerung, ey. Oh mein Gott, ey. Ja, Leute, es war klar, wenn das nochmal wiederkommt, vor allem, hier wird auch ein Komet kommen. Ja, läuft bei mir, läuft bei mir. Ich habe keine Ahnung, wie die Mission ablaufen wird noch. Ich werde mich auch erst um diese Ballons kümmern jetzt hier, weil ich habe keine Ahnung, ob wir die einsammeln müssen oder nicht. Ich habe keine Ahnung. So. Okay, ganz ruhig. Ganz sacht hier durchfliegen. Echt ganz ruhig, ey. Oh. Keine Ahnung, was passiert, wenn ich da reinfliegen sollte. Ich ahne, dass wir sterben. Nein, ich hab's verkackt. Scheiße. Okay, da ist ein Tor. Okay, tatsächlich, glaube ich, hat das doch tatsächlich was mit den Toren zu tun. Wow. Oh mein Gott, runter, 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 runter. Okay, haben wir. Ja, okay, wir kriegen Sterne jetzt, aber. Wo war die Münze? Ich habe keinen Plan, wo die Münze war, ich nicht. Ja, tut mir leid, ich nehme diesen Stern, ja, top. Das Problem ist halt jetzt echt, dass ich keine Ahnung habe, wo das erste Tor. Fuck, da unten, ich sehe es gerade. Da unten ist es, ich sehe es. Ja, gut. Wir sammeln den Stern und probieren es dann nochmal. Ja, ich habe es gerade gesehen. Ja, ja, ich habe es gerade gesehen. Oh mein Gott, ey. Oh, ich habe so letztes Mal schon so eine Probleme hier gehabt mit dem mit der Münze beim ersten Mal spielen. Also beim ersten Mal mit dem Fliegen da. Wo wir das erste Mal das mit dem Fliegen hatten, hatte ich auch so eine krasse Probleme hier. Und soll es jetzt mal einfach besser werden? Warum kommt so eine Mission? Und warum kommt jetzt ein Komet? What the hell? Wollen wir erstmal einen Komet machen? Wir machen erst einen Komet und danach werden wir das nochmal probieren. Danach werden wir es dann nochmal probieren. Ich will jetzt erstmal den Komet haben. Das kann natürlich jetzt der Bossfight sein gegen das Sandteil vorhin. Oder es sind Münzen. Das kann natürlich auch sein. Ich habe keinen Plan. Das bietet sich beides an. Das ist halt das Problem. Mal schauen. Machen müssen wir die Münze eh noch. Das ist halt jetzt so. Sandholm lässt sich locker. Ja, auf jeden Fall mit einem Leben. Ich denke mit einem Leben. Wir haben uns letztes Mal nicht treffen lassen. Warum sollen wir es jetzt verkacken? Warum sollten wir das jetzt verkacken? Das würde mich sehr stark wundern. Vor allem müssen wir gleich direkt beim Boss sein, meine ich. Tatsächlich. So. Gut, hau rein. Ja, ich weiß gar nicht, wie man den triggert im Prinzip. So, na, Sandolm, wie geht's? Haben uns ja erst vor kurzem gesehen. Okay, wir haben es erst vor kurzem gesehen. Geh mal her da. So. Diesmal stelle ich mich jetzt hier und warte einfach. Ich hab Bock auf den Scheiß, auf deinen gammeligen Kugel auf mich zu werfen, ey. So, komm, zack, zack, zack. Und das war 3, 4. Okay, alles gut. Nächster einmal. Okay, weiter geht's.
Okay, wir laufen rüber. Ja, ich treffe gerade nicht. Da, geil, die kommt wieder. Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay, zack, haben wir. Und das dritte Treffer, zweites Mal. Okay. Okay, haben wir. So, jetzt kommt das letzte, die schwere Stufe. Obwohl, schwer ist sie auch nicht, aber gut, ihr wisst, was ich meine. So, wieder aufpassen. Ich bin ein Troll, ich habe mich fast treffen lassen, weil ich Idiot bin, ey. Okay, wir haben ihn. Okay, wir haben's. Und tschüss, Mann. Was? Doch, ich wollte gerade sagen, ey, what the fuck, ey. Ich wollte gerade sagen, what the hell? Wir haben ihn doch gerade 1000 Mal getroffen, ey. Ich war gerade mal irritiert. Dann können wir tatsächlich noch den Spart und den versuchen, die Kometenmünze zu bekommen gleich. Also, ey, Mario, falsche Richtung. So, zack, haben wir. Yay, übrigens tatsächlich Part 22 jetzt. Ich habe nachgeschaut gerade. In der Zwischenzeit, kurz bevor ich den Part angefangen aufzunehmen, es war Part 21 vorhin erst. Aber bedenkt an Galaxy 1. Ich glaube, da haben wir länger gebraucht für diese Sternanzahl. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir haben auch noch nicht genauso. Wir haben auch noch ein bisschen mehr hier zu tun als in Galaxy 1. Es ist halt einfach so. Wir haben jetzt ein gutes Drittel des Spiels haben wir jetzt. Deswegen abwarten und Tee trinken. So. Ab in die Shortflug-Galaxie. Dann werden wir nächste Part mit den Aliens das machen. Jap, 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 jap. So. Toko-Karambolage-Gleiter. Yay. Das heißt, wir werden uns diesen Part erst schön noch mit dieser Gambling-Münze ärgern. Das freut mich jetzt schon, ey. Okay, ich will fliegen. Also, wenn euch das jetzt nicht gefallen hat, könnt ihr gerne ab jetzt ein paar, das ab dieser Stelle schon ausmachen, den Part. Ich werde mich nur mit dieser Gambling-Kometenmünze befassen noch. So. Da ganz runter. Da unten ist das Tor, das erste. Das habe ich nicht gesehen. So, fliegen jetzt hier unten lang. Okay, jetzt fliegen wir rechts lang. Links. Ich bin doch dumm. Hatte ja Orientierungsprobleme. Oh, fuck! Okay. Was war das denn? Was war das denn? Come on! WTF! Junge! Okay, das war sehr strange. Wie gibt's so? Ja, das war sehr merkwürdig. Also, alle, die das gesehen haben, ich habe irgendwie zu weit. Zu krass die Kurve genommen, anscheinend. Ich weiß es nicht genau. So, jetzt ziehen wir hier geradeaus, weil das ist mir jetzt egal. Ich weiß gar nicht, wo es überhaupt weitergeht gerade. Ah, da vorne ist das der Durchgang, okay. Nein! Nein! Auf dem Boot können wir einmal klatschen, ist egal, aber. Okay, die Münze nehmen wir auch mit, sicherheitshalber. Das zweite Tor ist hier vorne. Ich weiß auch nicht, ob jetzt das 4 Tore sind oder 5 Tore. Das heißt, wir müssen tatsächlich, ich glaube, wir müssen einmal rumfliegen, weil um zu schauen, wegen dem zweiten Tor, ob das wirklich das zweite Tor ist hier vorne direkt. So, runter. Runter, 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 runter. Und hoch wieder. Und runter. Stoppen. Ich werde gerne stoppen einmal. Okay, ich lasse hier bleiben. Ich habe gerade vorgehabt, dagegen zu lenken mit dem Analog, aber ich habe gerade gemerkt, irgendwie kann das nicht gehen. Immer schön stoppen und wieder weiterfliegen. Okay, runter. Da, wir klatschen dagegen. Ich muss schneller sein. Ich muss da wesentlich schneller sein an der Stelle hier. Ja, ist ein bisschen doof. Ich habe übelste Probleme hier mit der Steuerung. Das ist auch ein bisschen unfair. Für Let's Player ist das hier nicht geeignet. Muss man ehrlich zugeben, für Let's Player ist das hier eindeutig nicht geeignet. So, eins. Und die Sache ist ja, selbst wenn ich die Tore aufkriegen sollte... Dann fliegen wir nach links. Ich muss mal kurz gucken, was passiert, wenn man da ganz rumfliegt. Einmal. Das war... Okay, es sind 5 Tore. Ich hab's gesehen gerade. Okay, alles klar. Ja, können wir bitte sterben? Hallo, ich will sterben. Danke. So, müssen nach ganz links fliegen einmal. Da ist nämlich ein Tor mehr. What the hell? Oh mein, das sind übelst... Ich werde übelst noch lange hängen, ey. So. Ich werde jetzt hier maximal 5 Minuten im Part noch. Also 25 Minuten. So, haben wir. Ich glaube, wir klatschen gleich wieder gegen das Tor. Oder nein, 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 nein. Was? Ich bin... WTF, was war das denn? Juhu.
Jo, ist klar. Ich bin da durch, ich bin dagegen geknallt, gegen das Tor an die Seite. Das hat als Durchfliegen gezählt. Ich weiß, es sind 5 Tore denn. Das sind erst 5 Tore tatsächlich wieder. Okay, wieder hoch. Und wieder runter wieder. Ja, ist egal, wenn wir jetzt hier vorne gegen knallen. Obwohl mir das jetzt auf den Sack geht gerade. Ja, top. Jetzt haben wir nur ein Leben noch. Und runter da. Gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Okay, haben wir 3. Ja, ist scheiße, war das jetzt. Echt. 3 Tore. Wir haben die 3 Tore durchflogen, die ersten 3. Einmal jetzt. Wow. Mein Gott. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, werde ich euch den Try reinschneiden, wenn ich es geschafft habe. Ansonsten, ne, ihr habt es gesehen. Ich habe es 1000 Mal probiert. So. Das ist der letzte Versuch für diesen Part jetzt. Ja, wie der Vogel auch behindert ist und nicht hochfliegt. Mario, flieg doch mal bitte höher, los. Ja, top, wir sterben gleich wieder. Ja, ich kann jetzt nicht runterfliegen, weil wir viel zu niedrig sind gerade. Okay, 3. Ja, können wir bitte wieder tiefer? What? Wow, ich bin dagegen geflogen. Läuft. Oh mein Gott, ey. Ja, gut. Last try. Und dann schneide ich es am Ende dieses Partes rein. Ich werde mich gleich ganz normal verabschieden für den Part. Und dann werden wir uns dann... ja, beim nächsten Part wiedersehen. Wenn ich es dann irgendwann mal geschafft habe. Aber gegenlenken, 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 Mario. Ich habe auch übelste... ja, top. Top. Okay, Gott, lass uns töten wieder. Hat keinen Sinn hier. Bam, Gegenwand. So, Leute. Dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Part wieder. Und... ach, come on, einmal noch. Jetzt hat mich der Reiz getroffen, das zu schaffen. So. Ich will es jetzt schaffen. Mario, ich habe was gehört, ich will es schaffen. Hast du gehört? Ich will es... wow, schaffen. So, ganz nach links lenken direkt. Ich habe das echt nicht drauf hier. Ich klatsche... ja, jetzt töte ich... Alter, komm. Jetzt geht doch mal kaputt da. Ja, und bam, gegen die Wand. Mein Gott, ich stelle mich hier an. Das ist unglaublich. Na gut, wir haben 4 Sterne geholt. Soll ich echt ein bisschen anders drauf sein? Sonst soll ich anders drauf sein. Ey, jetzt an dieser Stelle nur 2 Sterne gesagt. Ich hab gesagt, boah, leck mich am Arsch, ey. Leck mich am Arsch. Aber egal. Okay, ich fand auch das... das Gefühl, dass dieser Vogel einfach nicht mehr keinen Bock hat zu fliegen, so wie ich das möchte. Hat er auch nicht. Ich habe keine Ahnung, weil ich das, wieso ich das nicht auf die Reihe bekomme. Gerade echt, kein Plan. Das ist unglaublich. Läuft. Läuft bei mir. Na, wie gesagt, 25 Minuten werde ich jetzt machen. Und dann werde ich es wirklich im nächsten Part reinstellen, beziehungsweise Ende dieses Partes. Okay. Ja, jetzt habe ich hier schon direkt verkackt, weil... ich bin ein Idiot. Weil ich ein Idiot bin. Warum? Oh mein Gott, wie kann man sich an so anstellen, ey? Das ist so krass. Alles so eine Sache, die ich nicht wiederholen will, ne? Alles so eine Sache, wo ich denke so, yo, wenn du es einmal geschafft hast, wirst du es nie mehr machen. So, bitte hochbleiben, oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben. Rein da. Okay, wir haben es. So. Bessere Situation als gerade eben auf jeden Fall. Fuck, und wir sterben. Mein Gott, warum ist das so ein Scheiß, yay? Vor allem, dass man es nicht abkürzen kann, dass man immer die ganzen Scheiß wiederholen muss. Ich hasse es, ey. Ja, komm, leck mich hier. Der kriegt mich eh nicht. So, runter da. Ich fliege jetzt hier auch lang, ich habe keinen Bock mehr. Ganz hoch fliegen. Ich weiß gar nicht, wo das Tor ist. Da ist es, ich habe es gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt überhaupt durchfliegen kann. Nein, natürlich nicht, weil dieser Vogel, diese Kacksteuerung ist so kacke. Ich setze mich jetzt 3 Kilometer weit weg und probiere es dann hier.
Jetzt also bin, wisst ihr warum. So, jetzt ist echt allerletzter Versuch. Das Problem ist, ich weiß nicht mal, wo die Coin erscheinen, wenn ich es überhaupt noch schaffen sollte, wo die Coin überhaupt erscheinen wird. Das ist auch so eine Problematik, der ich mir noch nicht gestellt habe, muss ich zugeben. Okay, gut. So. Ja, das ist egal. Wenn wir jetzt dagegen geballert, ist es halt so. So, runter da jetzt. Gib ihm. So, haben wir auch. Gut. Jetzt rechts dran vorbei. Ui. Okay, gut. Haben wir. So. Da aufpassen jetzt bitte. Und dort ist das letzte Tor. Das fünfte. So, da unten links ist die Münze erschienen. Ich sehe sie. Wir haben sie. Oh Gott, wir haben es. Ja. Ja. Ja, wir haben es doch geschafft. Geiler Magger bin ich. Ich wollte hier nach aufgeben schon, ey. Oh Gott, ey, wir haben es. Meine Fresse, ey. Was ein Scheiß. Ganz im Ernst, was ein Scheiß. Gut, Leute. Aber das war's für diesen Part jetzt. Echt. Wir haben die Münze bekommen. Vor allen Dingen das Gute ist, wir haben sie sogar bekommen im ersten Versuch gleich, ey. Oh, ich hätte geheult, ey. Oh, ich hätte so geheult gleich. Aber gut, egal, wir haben es. 83 Sterne, bleibt gleich. Neue Kometmünze, alles top. So, und ganz viele Sternteile noch dazu. Dann würde ich sagen, bis nächsten Mal. Und ciao.